And I think this whole regatta has been, you know, the word tricky keeps coming up because it has been really tricky. The win was, yeah, we could have been more lucky with the win, and all in all, it's really good race. Es war Strömung und dadurch fühlt sich das Backbordbug immer nach weniger Wind an, weil die Strömung einen weggedrückt hat. Und da hat man sich immer weiter nach rechts vorholt, aber es war, man hätte mal einfach mal durchziehen sollen, weil links war mehr Wind. War ein bisschen spekulativ auf dem Wasser, aber letztendlich habe ich, glaube ich, alles richtig gemacht. Aber auf der letzten Zielkreuz lief dann alles anders als erwartet oder als die Kreuze davor, und da konnte ich nochmal wieder alles aufnehmen. Ja, spannend. Ich habe 10 Meter vom Ziel aufgegeben, weil ich nicht noch den dritten Kringel drehen wollte, um vielleicht doch noch die Tonne zu schaffen. Und dann war es besser DNF als siebtletzter und kaputtes Boot. It's funny to sail, and it's not so easy. You have to learn to tack and all the stuff. And I sailed 470 before, and so after that I want to try something where I sail alone again. Alleine zu segeln, wenn man Trapez segeln kann. Es ist auch, wenn man relativ leicht ist, zu beherrschen, auch bei viel Wind. Und vor allem auch, weil die Leute total toll sind. Die Stimmung hier ist spitze. The class itself is very good. I mean, there's it's a lot of it's friendly competition, I would say. Where I've seen other classes where I think it's becoming too competitive in a way where people are, you know, are talking to each other and all that. I think in the contender class we have a very friendly atmosphere.
Ich bin damals in einem Verein gewesen, in dem es keine große finanzielle Jugendgruppe gab mit einem klaren Konzept, Opti, Laser, 420er, 470er, Olympia, sondern wir hatten Optis, wir hatten auch einen ganz alten 470er und Jürgen von Kampen, Regattasegler, der jetzt auch hier war im Contender, hat uns eigentlich dazu gebracht, Contender zu segeln, also mich und noch andere in der Jugendgruppe. Das war für uns ideal, weil die Boote günstig sind, spektakulär sind. Wir konnten im Trapezchen und gleichzeitig steuern. Das Boot wird unglaublich schnell, ist anspruchsvoll zu segeln, noch viel mehr als der 470er, den ich davor gesegelt bin. Ich finde, es ist ein Boot, was leicht zu beherrschen ist, gerade weil man am Trapez hängt. Man muss ziemlich fit sein. Ich denke, die Größe, das Gewicht spielt eine Rolle bei viel Wind. Also ich bin ungefähr 70 Kilo. Ich bin eher zu leicht bei viel Wind. Da ist es vielleicht 80 plus, was gut ist. Bei Leichtwind ist das gut. Was viel mehr eine Rolle spielt, ist die, wie lange man dabei ist, wie oft man segelt. Die Segelstunden machen alles. One thing is that the boat is a good boat to sail, and it's very athletic. That meaning that when we have the pumping flag up, we really have to be fit to sail the boat and to sail the boat fast. So that's really good, and that means that for the young people in the class that are very fit, it's really good for them. Ja, also es fängt schon im Landleben an, dass die Gemeinschaft in meinem Container einfach unheimlich freundlich ist, dass man nach dem Segeln auch wieder miteinander ist, dass man nicht nur Konkurrenten, also dass man nicht nur so eine Gegnerfeindschaft hat, sondern auch wirklich gut mit den Leuten klarkommt. Das ist schön, und das Boot ist einfach nur geil. Klassische Form, vieles ist erlaubt, also dass wir auch noch Holzboote fahren können. Das Boot sieht, glaube ich, besser aus als alle anderen und fährt sich auch noch gleichzeitig viel, viel cooler, weil man einfach im Trapez stehen kann, steuern, seine eigenen Entscheidungen fällt und trotzdem mit den anderen gut klarkommt.